Willkommen zurück im Untergrund. Wir haben letztes Mal den Tempel besucht, konnten aber noch nicht genügend Kraftsteine hinterlegen. Das bedeutet, wir machen hier unten weiter. Und weil er verletzt ist und ich ein Schildhand brauche, gebe ich ihm jetzt einen Lebenstrank. Ich möchte eh ein bisschen aufräumen. Wir haben zu viel Munition. Zu viel Lebenszwecke. Zu viel Gewicht. Ich hoffe einfach mal, der verletzt mich nicht gleich wieder. Sonst war das Ganze umsonst. Aber da ist er vereist. Hier unten gibt es verschiedene Rattengruppen. Gerade die Ratten wie hier. Die sind gefährlich. Die können Verletzungen hervorrufen. Diejenigen mit der Schusswaffe. Die anderen, die Nahkämpfer, sind jetzt weniger gefährlich. Vor denen solltet ihr zwar Respekt haben, aber müsst ihr keine Angst haben. Mitbringen. Das sind, glaube ich, 5 Nahkämpfergruppen. Und 3 Fernwaffen. Ich bin jetzt aber gerade unsicher, was die Anzahl betrifft. Ist auch nicht so entscheidend. Viel entscheidender ist, dass ihr sie möglichst so bekämpft, dass ihr nur eine Gruppe jeweils gegen euch habt. Bedeutet, seid euch einfach immer sicher, was ihr im Hintergrund habt. Und solange ihr Mana besitzt, sollten die auch kein Problem sein. Das wäre der westliche Ausgang. Kommen wir noch nicht dazu. Da müssten wir anders ran. Das werden wir später lösen. Du bist nochmal Fernkämpfer. Das heißt, der wirft Dolche. Wollen wir auch noch kurz ausschalten. Hinter uns dürfte eigentlich niemand sein, der Fernwaffen benutzt. Das heißt, wir können hier in aller Ruhe stehen. Level Up nehmen wir gerne mit uns. Kommen wir später dazu. Ich muss noch kurz die letzte Rattengruppe auslöschen. Ja, das war zu langsam. So. Jetzt haben wir es dann. Sehr schön. Jetzt ist Ruhe hier unten. Nehmen wir noch die Blitzbomben an uns. Hier hat es noch Blitzbomben. Das heißt, du bekommst das. Und jetzt widmen wir uns dem Level Up. Hier haben wir im Moment Resistance Fire 6. Und ich würde jetzt hier den Punkt reinsetzen. Damit bekomme ich dann 56. Und habe gleichzeitig die höchste Feuerstufe erreicht. Und weil er hungrig ist, geben wir ihm auch noch gleich was zu essen. Das müsste auch nicht bei dir sein. So, und jetzt müssen wir wieder startbereit sein. Bedeutet aber, Licht brauchen wir trotzdem. Hier gibt's ein Zweihandschwert. Brauche ich jetzt persönlich nicht. Kann ich gleich liegen lassen. Macht weniger Schaden wie das, was ich im Moment besitze. Hier wäre ein direkter Zugang. Nach oben, wenn ich den benutzen möchte. Ich hätte ja, glaube ich, sogar noch einen Schlüssel. Genau. Ihr mögt euch erinnern, letztes Mal hatten wir das Schalterrätsel. Habe ich nicht vollständig lösen können. Dafür habe ich aber einen Schlüssel. Den konnte ich mir holen. Der müsste eigentlich... funktioniert nicht. Nee. Ich dachte, der funktioniert hier. Behalten wir ihn halt im Hinterkopf. Nicht so schlimm. Ach nee, hier ist die Abkürzung, ich Idiot. Hier funktioniert der Schlüssel. Damit würden wir ein Portal freischalten und würden direkt wieder oben beim Rätsel stehen. Wollen wir aber nicht hin. Wir hätten was anderes vor. Ich überlege jetzt gerade, in welche Richtung ich jetzt zuerst soll. Ich glaube, ich gehe zuerst was anderes lösen. Damit ich euch an meinen Gedanken teilhaben kann, ist jetzt eine deutliche Warnung. Wir treten auf eigene Gefahr. Und es ist auch durchaus gefährlich.
Hier nochmal von der anderen Seite steht ebenfalls. Man, es soll nicht stören. Machen wir in dem Fall auch nicht. Du hast sicher Hunger. So. Oh, Willen plus 1, sehr schön. Und soll nicht stören. Und wenn wir schon so höflich gewarnt werden, machen wir das auch im Moment nicht. Ich will euch zuerst was anderes zeigen. Denn hier hinten ist der westliche Ausgang. Der westliche Ausgang ist wieder zum gleichen Gebiet wie vorhin. Wie in der letzten Episode. Wir stehen jetzt aber an dem Bereich. Unten gibt es noch was zu lösen. Wir bereiten das schon mal vor. Und zwar dieser Raum hier. Wenn ich dieses Schild an mich nehme, löse ich das Ereignis aus. Und das können wir kurz mal anschauen. Hier kommt der Goblin wieder. Und der Goblin ist dieses Mal noch gemeiner wie sonst. Er schmeißt euch Brandbomben an den Kopf, wenn ihr nicht schnell genug seid. Und die Brandbomben, ich zeig's mal, haben den Nachteil, dass ein Feld für ein Weilchen mit Feuerschaden ausstatten. Au! Das war jetzt gar nicht so gedacht. Ah, jetzt bin ich viel zu langsam. Also, er selber nimmt leider keinen Feuerschaden. Bedeutet, ihr müsst einfach unbedingt diesen Feuerband ausweichen, denn es trifft eure ganze Gruppe. Und irgendwann hat er genug und verschwindet wieder. Hinterlässt eine Brandbombe und viel wichtiger, den Schlüssel, damit ihr hier überhaupt wieder rauskommt. Denn ihr seht vielleicht, hier ist ja eigentlich jetzt alles voll. Wir machen hier in dem Fall wieder auf. Und kommen gleich zum... Ich muss nur kurz was lösen. Du brauchst das Schild jetzt auch nicht mehr. Oh, du brauchst dafür die Rüstung nicht. Ja, ihr seht, ich bin sehr stark im Gewichtslimit. Der Goblin hat nicht nur das ausgelöst, er löst jetzt noch was anderes aus und dazu komme ich jetzt. Wenn wir jetzt schauen, hat der Feuerresistent 66 dieses Schild, das ich gerade bekommen habe, hat die Fähigkeit, okay, Feuerresistenz zu erhöhen. Zwar für die ganze Gruppe. Feuerschild, dazu braucht ihr Konzentration plus 2, was ich hier habe. Und hier hätte ich schon die Feuerschutzmechanik ausgelöst. Ihr braucht sie vor allem wegen dem hier. Hier kommen ab sofort solche Feuerelemente. Die würden euch direkt angreifen. Und sobald sie euch erreicht haben, explodieren sie und hinterlassen Feuerschaden. Davon gibt es 3 Stück. Je nachdem kommt jetzt hier schon das nächste. Ich höre es zumindest aus dem... Ihr könnt ihr relativ einfach ausschalten. Eben mit einem Eiszauber oder mit einer Eisbombe. Es gibt, glaube ich, 3 Stück davon. Da ist der dritte. Ach, und dieses Mal hat es nicht gereicht. Nein, nicht. Oh. 3 Stück davon. Ich würde euch dringend empfehlen, die zu zerstören. Denn 275 Erfahrungspunkte, das ist nicht wenig. Und wie gerade davor beschrieben, sie explodieren, falls sie euch erreichen. Also, ihr könnt sie nur einmal direkt töten. Danach ist eigentlich fertig. Heißt, sie verschwinden einfach wieder. Habt ihr nichts davon gehabt, nur außer Späßen nichts gewesen. Jetzt gehen wir hier hinten noch lang, denn da würde es noch was zu tun geben. 3 Elemente müssten es gewesen sein. Ich glaube, die 3 Elemente habe ich. Und ich glaube, Ratten habe ich auch alle erledigt. Hier hinten war eines, hier gibt es aber nichts. Kein Schalter. Es gibt zwar schon Geheimnisse in dieser Gegend, aber die sind jetzt nicht ganz so einfach. Genau gleich, wie jetzt der nächste Kampf nicht ganz einfach wird. Muss schauen, dass ich mich nicht verirre. Das müsste hier rüber sein und jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder zu weit. Dann müsste es hier rüber sein und dann hier nach hinten. Genau! Wir erinnern uns, wir betreten das Gebiet nur auf eigene Gefahr. Das heißt, ich schlafe jetzt hier sicherheitshalber nochmal.
Und bereite schon mal alles vor. Und mache eine Sicherheitsspeicherung. Denn jetzt kommt was ganz, ganz Schlimmes. Sobald ich über diese Platte gehe, löse ich den Bosskampf aus. Und der Bosskampf hat es wirklich in sich. Ihr bekommt es mit diesem Rattenboss zu tun. Und der ruft richtig, richtig schlimme Verletzungen hervor. Gleichzeitig habt ihr mehrere Rattengruppen gegen euch. Von allen Seiten schießen sie und versuchen euch zu treffen. Das heißt, nehmt nach Möglichkeit ein bisschen Abstand vom Rattenboss. Kümmert euch zuerst um die anderen Gruppen, wenn ihr könnt. Das heißt, versucht ständig in Bewegung zu sein. Ach, und das ist schlecht. Ich kann gleich wieder neu starten, wenn ich den jetzt nicht gleich erledige. Ja, ich bin tot. Wenn ich jetzt nicht... So. Na? Und weg, 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 weg. Wo ist denn der Heiltrank? Du hast doch Heiltränke. Dann brauchst du einen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Wieder Zauber vorbereiten. Okay, der Rattenboss ist hier drüben. Nein, 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 was mache ich denn? Ich sehe nichts. Wir hören ihn nachladen. Okay, du bist auch weg. Das ist sehr nervenaufreibend hier. Der Rattenboss rennt mit einer Kanone rum, das ist mein Hauptproblem. Ich mache gerade auch Fernkampf sehr viel Schaden. Ah, weg hier. Nein! Oh, jetzt hat er mich doch getroffen. Jetzt hat er mich auch noch zusätzlich verletzt. Ich glaube, du hattest einen Lebenstrank. Nee, du hattest einen Wiederbelebungstrank. Brauchen wir jetzt. Damit ist der wieder da. Und hier, durch abhauen. Geben wir dir noch einen Mana-Trank. Damit sind wir, glaube ich, wieder kampfbereit. Ich gehe hier mal auf Sicherheitsabstand. Ihr habt ja schon genügend gesehen. Die Kanone macht enorm viel Schaden. Heißt, ich würde mich jetzt nur in den Fernkampf stürzen. Sicher ist sicher. Ah, fuck. Gehen wir wieder. Fernkampf. Das ist ein sehr aufregender Kampf. Das heißt, du brauchst wieder einen Lebenstrank. Hattest du nicht Lebenstränke? Wo ist er? Wieder ein Pfeil. Oh, jetzt schnell, 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 schnell. Vielleicht reicht's noch. Kritisch, 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 kritisch. Na? Wir schaffen's, wir schaffen's. Ich glaube an mich. Du kannst nochmal... Soll ich dir? Ach komm. Wir haben so viel Tränke. Nimm doch nochmal ein. Ah. Bald ist es geschafft. Der Kampf ist wirklich nicht ohne. Eigentlich wollte ich hinter ihm gelangen. Ich habe mir selber den Weg versperrt. Aber wir müssten es bald geschafft haben. So lange dürfte der Kampf jetzt nicht mehr sein, wie auch schon.
Boah, da hat er gerade noch geschossen. Der erste ist schon verhungert. Es geht zu lange. Was ich auch verstehe. So lange war es auch nicht geplant. Ich vereise ihn aber auch nicht mehr. Okay. Wir müssen es wagen. Nee, das hat nicht geklappt. Boah. Also hier immer ums Viereck rumtanzen. Das ist eine der Möglichkeiten. Also hier an der Ecke lauern. Dann einmal treffen. Abhauen. Die nächste Ecke aufsuchen. Treffen, abhauen. Boah, geschafft. Was für ein Kampf. Das heißt, du hast Hunger, bekommst ein Ei. Du hast Hunger, du bekommst... Du bekommst ein bisschen Fleisch. Können wir Gewicht abbauen? Hat mich einiges an Trinken gekostet. Aber ich habe mehr als genug davon. Ist eine sehr geile Waffe eigentlich. Eine Handkanone. Aber braucht natürlich Feuer, Kraft oder Schusswaffen plus 4 zum Benutzen und für den Spezialschuss plus 5. Habe ich nicht. Lassen wir also liegen. Dann bekommen wir einen Schlüssel, aber davon bekommen wir hier eigentlich 2. Diverse Kanonenkugeln liegen hier noch. Würde ich euch empfehlen mitzunehmen, falls ihr die Waffe benutzen wollt. Und Lohn der Mühe ist noch ein Lebenstrank. Das gebe ich meinem Magier. Der hat ja eh zu wenig Leben. Dann hier ein Wiederbelebungstrank. Kannst du auch gleich du wieder haben. Noch mehr Käse. Da müsste eigentlich nochmal ein Schlüssel irgendwo rumliegen. Also mindestens Dietrich müsste noch hier sein. Da ist der zweite Schlüssel. Ist nicht noch ein Dietrich gehabt? Der Schädel. Für meine Minotauren. Dann noch mehr Käse. Und leider eine Rüstung, die euch gar nichts bringt. Das heißt, hier gibt es Lederrüstung. Dann gibt es hier Lederschuhe. Beides nicht so gut. Ich glaube, jetzt habe ich das, was ich hier unten brauche. Problem an der Kanonenkugel und logischerweise und an der Kanone selber ist das Gewicht. Das könnt ihr euch ja selber vorstellen. Das ist nicht so leicht zu tragen. Aber wir haben den Kampf hier überstanden. Jetzt wollen wir nicht mehr reklamieren. Wenn ihr nämlich auf die Platte hier steht, gleichzeitig löst ihr nicht nur den Bosskampf aus, sondern auch hier könnt ihr nicht mehr zurück. Und ich würde euch nicht empfehlen, hier hinten zu kämpfen. Da könnt ihr gar nicht dem Boss ausweichen. Da seid ihr schneller tot, als ihr überhaupt Hilfe schreien könnt. Mit dem Schlüssel, den wir jetzt bekommen haben, würden wir hier hinten weitermachen. Und zwar, hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich muss kurz anschauen, wo ich jetzt lang gehe. Nee, das ist es nicht. Ich möchte euch noch diverse Geheimnisse zeigen. Also, eine der Möglichkeiten ist hier. Der Zugang zum Reservoir lösen wir kurz aus, damit wir den Platz im Inventar wiederbekommen. Das heißt, den anderen Schlüssel würde ich jetzt hier benutzen. Damit komme ich hier nach hinten. Bevor ich aber jetzt da lang gehe, würde ich gern noch die diversen Geheimnisse hier lösen. Eines, das ist nicht wirklich ein großes Geheimnis, aber eine der Möglichkeiten, oder hier Gegenstände zu bekommen, ist hier ins Wasser zu gehen, hier nach unten. Da gibt es einen Schamanenstab. Geben wir jetzt einfach mal ihm. Und gleichzeitig einen wunderschönen Umhang. Muss ich überlegen. Ich glaube, hier ging es nach oben. Genau. Wieder an die frische Luft. Der Umhang ist wundervoll geeignet für meinen Magier, denn Energieherstellung 20%, während hier ja Energie plus 30 wäre ja schön, aber brauche ich nicht. Außerdem der Schamanenstab würde Energie plus 25 geben und Vitalität plus 2. Wir können ihn jetzt austauschen mit dem hier. Und den einfach mal so mitschleppen. Damit bekomme ich mehr Energie und gleichzeitig mehr Lebenspunkte. Super für meinen armen Kerl in der hinteren Reihe. Dann würde ich sagen, wir machen das Geheimnis hier.
Also hier hinten, wenn ich hoffentlich jetzt am richtigen Ort stehe. Nee, ich stand am falschen Ort. Na, dann ist es in der anderen Ecke. Dann muss ich hier nach hinten. Ich hoffe, das reicht. Komm, renn. Also hier wird es noch diverse Sachen geben im Wasser. Voran sehr viel Heilkreuz-Zeugs, also Mana-Tränke, die ich aber nicht brauche. Deshalb lasse ich jetzt die Gegenstände kurz ruhen. Ja, wobei... Ach komm, wenn ich schon da bin. Seht ihr? Hier wird es zum Beispiel eins geben. Dann hier hinten gibt es eine Wurfaxt. Dazu kommen wir gleich. Ich muss jetzt zuerst wieder nach oben, bevor mir die Luft hier zu knapp wird. Ich glaube... Wir gehen hier nach oben. So, in der Ecke ist es. Man sieht es auch auf der Karte. Hier wird es nach unten gehen. Wollen wir jetzt machen. Damit springen wir direkt eins weiter runter. Hier unten gibt es einen Beutel, den nehme ich gleich an mich. Aber viel wichtiger ist der Schalter. Mit dem Schalter löst ihr hier das Tor aus. Damit könnt ihr hier weitergehen. Und kommt in diesen Geheimraum. Hier gibt es Massen an Bomben plus einen Vitalitätstrank. Der Vitalitätstrank bekommst wieder du. Du bist jetzt zu schwer, ich glaube. Was habe ich dir noch gegeben? Du hast langsam zu viel Käse. Na, jetzt bist du zu schwer. Was ihr alle Probleme habt. Das gibt es doch gar nicht. Ja, ich sehe schon, ich muss die Episode hier beenden. Zuerst mal ein bisschen mit dem Inventar herumspielen. In diesem Geheimraum würde es einen wunderschönen Gegenstand geben, den ich euch eigentlich zeigen wollte, aber jetzt muss ich wirklich kurz mal überlegen, wie ich jetzt hier das Gewicht abbaue. Okay, so sollte es gehen. Du bist voll. Das heißt, wir nehmen... Ich glaube, das Schild bringt mir relativ... Oder? Moment mal kurz. Bin jetzt... Muss jetzt leider im Inventar rumspielen. Evasion 7. Ich glaube, das Schild brauche ich nicht mehr. Oder wir werfen einfach die Kette hier weg. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Follow the Light brauchen wir auch nicht mehr. Geben wir dir den größeren Heiltrank? Nee, das nützt nichts. Zu wenig Gewicht. So, jetzt aber. Tut mir leid um diese kleine extra Runde Inventarbastelei. Ich werde die Episode eh gleich beenden. Ich mache noch dieses Geheimnis hier fertig. Hier hinten gibt es einen Dietrich. Ich glaube, da ist auf der Seite. Also mindestens lohnt er mir ist mal der Dietrich hier. Außerdem ist hier alles voll mit Mana-Kräutern, die ihr noch mitnehmen könnt. Falls ihr Probleme habt mit Nahrung, dann könnt ihr euch hier richtig austoben. Ihr wimmelt nur so von Fischen, die ihr mitnehmen könntet. Ich habe einen Fisch mitgenommen. Das war nicht ganz das, was ich eigentlich wollte. Ich sterbe jetzt, wenn ich blöd bin, auch gerade hier. Käse, schlafen. Ihr könnt euch hier wirklich an den Fischen bedienen. Davon hat es mehr als genug. Aber warum ihr überhaupt hierher gekommen seid, ist eigentlich das hier hinten. Hier wäre der betreffende Mechanismus dazu. Heißt, wir nehmen wieder mal einen goldenen Schlüssel, meinen einzigen im Moment, zur Hand, lösen das hier aus und würden dann an dieses Schild gelangen. Und dieses Schild, das Kristallschild, hat eine sehr mächtige Eigenschaft. Ich tausche jetzt auch das Schild aus bei meinem Magier. Und zwar heilt dieses Schild. Hat einen Heilzauber. In Kämpfen könnt ihr ab sofort, wenn ihr das Schild benutzt, gleichzeitig die Gruppe heilen. Und das ist sehr, sehr mächtig aus meiner Sicht. Ich habe es nebenbei meinem Magier gegeben, denn... Es bietet noch Ausweichen plus 10, wobei, nee, ich mach's anders. Ich gebe das nicht meinem Magier.
glaube, ich gebe das meinen Nahkämpfer. Das heißt, du kannst jetzt doch wieder das andere haben. Und das geben wir dann eher dir. Ich glaube, du hast zwar ein gutes Schild. Hier kannst du mehr ausweichen. Das macht Ausweichen plus 7 und Resistance-Wert 15. Und das macht Ausweichen plus 10. Und hat plus noch den Vorteil, dass es, er kann nicht verflucht werden. So, jetzt wären wir aber durch für die Episode. Das reicht schon längstens. Nächste Episode würden wir hier weitermachen, denn da erwartet uns doch noch einiges. Diese Folge waren es genug Geheimnisse und sogar ein Bosskampf. Und vielleicht sehen und hören wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und auf bald wieder.